Servus, da ist der Peter aus dem Schnittprogramm. Ich spare mir heute einfach mal die Vorschau und sage euch einfach, dass es Zeitstempel wie immer gibt. Da könnt ihr dann einfach einzelne Parts überspringen, denn das Video ist ziemlich lang. Und könnt euch dann genau hier dorthin grooven, wo ihr gerade stehen bleiben wollt. Als erstes werde ich Kommentare und Bitten und Fragen beantworten und zeigen. Da geht es hauptsächlich um Aussparungen, die in beiden Schichten reinkommen sollen. Dann werden wir das Ganze mit Schnitten und Ansichten bekleistern. Wir werden die ganzen Filigrandecken beschriften, richtig beschriften vor allem. Also da gibt es auch etwas zum Aufpassen. Wir werden die Positionsnummern verändern mit verschiedenen Arten. Ich zeige euch das über Attribute ändern, über den Objektmanager, über, ich weiß gar nicht mehr, über sämtliche Sachen. Dann werde ich noch kurz auf das All-in-One-Event eingehen, das am 5. Juli im Nemetschek-Haus in München stattfinden wird. Kostenfrei mit 3 Fachvorträgen von 3 Herstellern und meiner Wenigkeit noch ein Fachvortrag und danach gibt es Essen und Trinken umsonst und ihr könnt mit den Herstellern und mit mir direkt in Kontakt treten und ich freue mich natürlich mit euch persönlich da drüber zu reden. Ja, als Veranstalter ist man da schon sehr aufgeregt und will natürlich alle Kunden von seinem YouTube und LinkedIn Channel generieren, bevor der Vertrieb oder die Hersteller ihre ganzen Werbungen präsentieren und die alle einladen. Also von dem her würde ich mich freuen über alle, die bisher schon immer meine Videos verfolgen, dass ihr mich persönlich kennenlernen könnt. So, aber was sehen wir noch alles im Video? Planzusammenstellung und PDF. Und dann geht es jetzt auch nach dem Intro gleich los. Liken nicht vergessen, Kanal abonnieren und ciao, bis gleich. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Servus, grüß euch. Es geht wieder um Filigrandecken. Heute geht es zum Thema Planung. Und da sind wir echt tolle Dinge, denn wir werden das Ganze auch auf BIM Plus hochladen. Wir werden eine PDF erzeugen. Wir werden die ganzen Positionen beschriften. Und ich gehe jetzt auch gleich am Anfang auf Zuschauerfragen ein. Denn es gab zwei Dinge, die angesprochen wurden. Zum einen, wenn man das Material verändern würde von den einzelnen Elementdecken, dann bräuchte man in den Optionen zum Beispiel diese Sachen nicht einstellen, dass hier die Verschneidungslinien vorhanden sind. Das ist natürlich korrekt, denn das kann man hier einstellen. Unterschiedliche Materialbezeichnungen kann man hier trennen lassen. Ich für meinen Teil möchte das nicht. Für mich ist Stahlbeton das Material und Expositionsklassen und Betongüten sind für mich etwas anderes. Aus dem Grund, aus meinem Workflow heraus, mache ich das nicht. Deswegen mache ich das über die Optionen. Aber nur mal ein toller Hinweis und Tipp vielleicht für andere, die das gebrauchen können. Das zweite war Durchbrüche und Aussparungen. Ich habe schon ein Ticket rausgeschickt. Aber es ist zumindest möglich, rechteckige oder freie Formen zu durchdringen in beiden Schichten. Denn es geht nämlich darum, wenn ich jetzt hier eine Decke habe und eine Aussparung hinzufüge, dann muss ich erstmal sagen, in welche Decke oder welche Platte. So, jetzt nehme ich mal die Hauptdecke und jetzt füge ich hier mal einen Durchbruch in rechteckig ein. Okay? So, wir sind immer noch in der Hauptdecke und ich setze den einmal hier durch und er wird durchdrungen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, muss ich wirklich sagen. Wenn ich jetzt hier reingehe, okay, hat wieder geklappt, super. Okay, jetzt kann es sein, wenn man zum Beispiel einen Rundendurchbruch nimmt, ihr seht es bereits in der Animation, das hat nicht alles durchdrungen. Dann die N-Ecke sind identisch zu den Runden, also ich zeige es mal an einem, so, komplett identisch. Sind wahrscheinlich auch programmierungstechnisch ziemlich ähnlich. Und dann gibt es noch die freie Form, also das ist dasselbe Eck wie hier. Und jetzt gibt es noch die freie Form, die wir wählen können. Da machen wir jetzt einfach mal ein Dreieck, dass wir die ein bisschen unterscheiden können. Auch hier haben wir jetzt das Problem gehabt, dass das nicht ganz durchdrungen wurde. Okay? Es gibt einen kleinen Trick, wie wir zumindest die rechteckigen und die freie Form komplett durchstoßen. Bei den anderen muss man leider wirklich den Weg momentan noch gehen. Das heißt, also jetzt eins nach anderen, ich mache jetzt Doppelrechtsklick auf den Deckendurchbruch und sage auf die Hauptdecke eine Aussparung, Oberkante, Unterkante, Decke, setze ich mal ab und es wird wieder komplett durchdrungen.
So, ich nehme die freie Form, sage wieder in die Hauptdecke und selbe Spielchen. Ich mache eine Aussparung, Höhe, bla bla bla, und setze jetzt einfach wieder ein Dreieck ein, nur damit wir wissen, was ist die freie Form. Nur die obere Schicht. So, jetzt wechseln wir hier. Wir deaktivieren die Oberkante, gehen hier in die Höhe rein und ich sage jetzt ja, von der Unterkante der Ebene bis zur Oberkante der Ebene, wunderbar. Ja, nicht dicke. Und setze das ein. Ach so, jetzt habe ich es in der Hauptschicht wieder drin. Aber ihr seht, jetzt hat es funktioniert. Also durch diese Aussparung und durch die Ebenen, die ihr hier einsetzen könnt, funktioniert das Ganze ziemlich gut. So, jetzt sortieren wir mal aus. Das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das hat funktioniert, das lösche ich auch mal. Jetzt gehe ich hierher zu zu diesem Runddurchbruch und den möchte ich jetzt noch in die Filigrandecke mit einsetzen. Machen wir den Mittelpunkt hier bitte. Und jetzt haben wir das Ganze natürlich durchstoßen. Das brauchen wir hier auch nicht, weil es ist einfach identisch zum Runden, okay? Als wenn ich das Ganze hier kopiere, dann taucht manchmal ein Phänomen auf. Wenn ich jetzt das drüber kopiere, kann es funktionieren. Und jetzt im nächsten Schub wieder nicht mehr. Ihr seht, ich habe es zweimal kopiert. Einmal hat es funktioniert, einmal nicht. Und das ist wirklich ein bisschen so. Ich glaube, dass die Alright-Bauteil-ID damit zu tun hat. Jetzt, sobald ich diese Fläche verlasse, ist es wieder broken. Okay? Also, von dem her müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Ja, das kann schon nervig manchmal sein. Aber es ist nicht unmöglich. Ich finde trotzdem die 3D-Variante immer noch stärker als alles andere. Und vielleicht wird das ja demnächst auch behoben. Da schauen wir jetzt mal einfach, was die Zeit so mit sich bringt. Also das, so viel dazu zu den Durchbrüchen. Wie gesagt, wir kriegen das Ganze gebacken. Aber jetzt zurück zum Thema. Wir wollen das Ganze beschriften. Und deswegen wechsle ich jetzt hier. Ich habe das schon ganz komplett fertig einmal gemacht. Wir schauen doch mal rein. Filigrandecken. Hier habe ich das Ganze mal erzeugt. Und das können wir jetzt auch tun gemeinsam. Das habe ich auch auf BIM Plus hochgeladen, so wie dazu. Also kleiner Spoiler. Die Baufirma kann diese Positionsnummern sich einfärben lassen auf BIM Plus über den Browser, brauchen keinen Altplan und können dann schauen, wo ist die Position 40, 50, 60 und so weiter und so fort. Aber genau das bauen wir uns jetzt nochmal auf. Das heißt, wir haben einmal die Decke aktiv und bauen uns jetzt neue Schnitte. Ich lösche dieses Teilbild einfach mal. Na, Namen brauchen wir nicht löschen. Und den Schalplan auch. Also das ist für mich der Verlegeplan. Für mich ist der Verlegeplan identisch oder ähnlich wie ein Schalplan, weil dort sage ich ja nur, wo das Ganze verlegt wird. Bewährungsplan ist für mich wieder etwas anderes. So, jetzt haben wir einmal die Ogi-Decke, einmal die Teilschnitte. Wir schließen das Ganze und wir erzeugen uns einen Schnitt. Und ihr könnt jetzt da auf einfach gehen. Wenn ihr hier auf diese Pfeile klickt, könnt ihr eine Deckenuntersicht erstellen hier. Und das klappt ziemlich gut. Ich gehe immer auf Erweitert, keine Ahnung, das ist so ein bisschen dieses stimmt. Jetzt, wenn ich das so mache, ist dann trotzdem Deckenuntersicht dann. Okay. Vielleicht ist die einfache Variante sogar gescheiter, weil wenn ich erweitert mache, dann ist die Deckenuntersicht auch in der Seitenansicht vielleicht aktiv und dann ist alles, ich glaube, ist es gespiegelt. Spiegelt umgedreht, keine Ahnung. Möchte mir das gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich mache jetzt eine Deckenuntersicht. Schnittkörper rein. Schnittbezeichnung nenne ich einfach mal GR für Grundriss. Die Höhe kann man aus Elemente nehmen. Wobei wir schneiden eigentlich, wenn ich jetzt die Seitenansicht anschaue, Perspektive raus. Wir messen Koordinaten. Ach. Düdeln braucht natürlich noch die Wände dazu. Die darunter. Die darüber bräuchte man eigentlich auch, wenn überhaupt welche vorhanden sind. Ja, sind. Und habe ich das Deckenteilbild ausgeschalten oder was? Es ist halt für alle Freitag letzte Stunde. Stimmt natürlich nicht. Jetzt ist es richtig.
Genau, so. Halleluja. Gut, also wir sind in die Detailschnitte drin. Ich gehe jetzt in die Seitenansicht rein. Dann hole ich mir die Koordinaten, messen Koordinaten hier. Unterkante ist 5, 22, 5 und ich schneide kurz darunter einfach. Hier habe ich 5, 20. Ich gebe jetzt mal hier 5, 22. Da gebe ich 5 mm unterhalb drunter. Dann fange ich hier minus 1, 1 und hier 1, minus 1. Minus 1. Schneide ich das Ganze. Ich mache eine Deckenuntersicht. Die Oberkante muss natürlich das Ganze überdecken. Dann escape ich und gehe einmal hier rein. Schnittlinie setze ich jetzt mal nicht ab. Gehe hier rein. So, jetzt setze ich das Ganze einfach unterhalb hier ab. Ich escape alles. Ich verschiebe den ganzen Schnitt und sage von der Kante nach unten ein markantes Maß. Ich gehe da immer so 25 Meter weise, in dem Fall 25 Meter nach unten, weil es ein kleines Projekt ist. Und dann kann ich hier oben irgendwas einfügen und nach unten verschieben, noch 25 Meter. Und dann habe ich das so. So. Jetzt haben wir hier unten unseren Schnitt. Jetzt sehen wir hier auch diese Kanten, die drüber gehen von den Filigrandecken. Das ist, weil wir diese Option gewählt haben, der Verschneidungslinien. Gut, die. Jetzt wollen wir das Ganze bunt machen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit der Füllfläche anfangen würden und sagen, okay, wir wollen das Ganze mit der Füllfläche machen, dann haben wir das Problem, wenn wir jetzt eine Flächensuche machen, dann schneidet es, nimmt es das nicht mit. Das heißt, wir müssten dann mühselig hergehen. Hier nach hier und das so machen. Ne? Das ist ein bisschen aufwendig. Was natürlich auch eine Idee ist, hier ein Doppel-Rechtsklick drauf, Doppel-Linksklick drauf auf den Schnitt und hier die Füllflächen aus Farben verwenden und anwenden. Aber auch hier fehlen uns dann die Überlagerungen, denn das wird ja alles von den Wänden überdeckt, weil wir die Schnittlinie nicht genau hier haben, sondern hier drunter. Also, in dem Fall wieder rückgängig. Ich zeige euch da einen Trick, wie es ich jetzt immer mache. Ich gehe in den Objektmanager, ich stelle alle Teilbilder erstmal, deaktiviere ich und dann hole ich mir nur die DG-Decke. Jetzt gehe ich auf Füllfläche. Jetzt habe ich eine Füllfläche. Gehe ich mal kurz rein. Auf Erweitert. Kein Verlauf. Ich nehme die Farbe 100. Weil das die Subgrid-Farbe ist. Hey, hallo. Und dann mache ich noch eine Transparenz vielleicht rein von 50%. Ist aber eigentlich nicht nötig. Jetzt mache ich Flächensuche. Vielleicht mit Inselerkennung, wenn Aussparungen drin wären. Und dann klicke ich mich hier einfach einmal durch. Ihr seht, es geht ziemlich schnell. Dann führe ich den Befehl Verschieben aus. Dann hole ich mir über den Filter Element Füllflächen. Okay. Alle Füllflächen irgendwo hinklicken und minus 25 Meter. Und dann können wir wieder alles einblenden und wir sehen, voilà, hier haben wir das noch das Ganze hier drüber gekleistert. Finde ich cool. Aber wir können jetzt gleich mal wieder das Material, Peter, das ist lustig, schmal noch Layern, Peter, Objekte, hier die Layer, ja, so ist richtig, hier die Füllflächen deaktivieren und jetzt beschriften wir unsere Decken. Wir könnten sogar, naja, das machen wir nicht, die Füllflächen können wir deaktivieren, die Wände, wenn wir jetzt deaktivieren, kommen die nur aus dem Originalgrundriss raus, das ist hier. Im Schnitt bleiben die bestehen. So, jetzt, wenn wir das Ganze mit dem Befehl beschriften würden, hätten wir ein Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und die Decke beschriften möchte, kann ich mir hier über dieses System entweder ein eigenes Beschriftungsbild erstellen. Da könnten wir zum Beispiel die Positionsnummer eingeben. Wir könnten Länge, Breite, Höhe eingeben, je nachdem, was das Filigranwerk braucht oder was ihr für richtig haltet. Wir beschränken uns einfach mal nur auf die Positionsnummer. Ist ja egal. Also vom Prinzip her ist ja wirklich egal. Deswegen gehe ich jetzt einfach in das Attributfeld rein,
Ich klappe mir erstmal alles zu, weil sonst den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Und ich deaktiviere alles bis auf sonstige Positionsnummer und hier die 10. Ich mache es halt jetzt so, weil ich nur eine Zeile, ein Attribut habe. Und genau, jetzt kann ich hier noch nach unten die Parameter einschalten. 2,5 erscheint mir ein bisschen zu klein. Ich würde es dann auf vielleicht 3 oder 4, machen wir 4 und hier 1,25. Und dann könnte ich das Ganze beschriften. Ich gehe hier in das Eck rein, links oben, Rechtsklick, Mittelpunkt, hier unten rein und schon hätte ich jetzt das Ganze beschriftet. Aber, jetzt zeige ich euch den Unterschied zum Assoziativ beschriften. Jetzt mache ich Assoziativ beschriften, muss erstmal den Schnitt auswählen und dann Rechtsklick. Jetzt kann ich hier dasselbe auswählen wie vorher, auch diese Attribuierung. Hier gehe ich auf Attribute, Minus und hier auch diese Positionsnummer. Bestätige einmal mit OK. Und dann kann ich jetzt den Winkel hier einstellen und so weiter und so fort. Aber ich kann jetzt einfach, dieses Bauteil habe ich ausgewählt, Rechtsklick, Mittelpunkt wieder und hätte das Ganze jetzt in der Größe 3.0 beschriftet und sage einmal Escape. Das ist aber schon riesengroß jetzt, ne? 12, okay. Was haben wir beim anderen gemacht? 4, 1, 2, 5. Okay. Das ist identisches. Jetzt zeige ich euch, was der Unterschied ist zwischen dem Beschriften und dem. Ich wechsle in das Teilbild. Moment, ich mache mir schnell noch eine Favoritensicherung. Rechtsklick, Favorit speichern, filigran YouTube liken und abonnieren, denn das könnt ihr jetzt tun, während ich hier auf Speichern klicke, habt ihr die Möglichkeit, den ganzen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Altplan-Videos mehr zu verpassen. Und dann haben wir das Ganze. Jetzt gehe ich in das erste OG. Nein, ich gehe in die Decke. Sag alles darstellen. Und ihr habt es schon gesehen. Hier habe ich jetzt den Originalgrundriss und hier habe ich ein Beschriftungsbild, das herumschwebt. Das ist im Workflow mit Workgroup eine komplette Katastrophe. Ja, ihr könnt es Layer steuern. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr macht vor der nächsten Geschossdecke wieder dasselbe und setzt es wieder hier ab. Nein, dann müsst ihr es hier auf einmal hier rechts absetzen und dann beim nächsten links und so weiter. Und dann noch für alle Wände. Diese Beschriftungsbilder werden sich überlagern. Macht das bitte nicht. Deswegen assoziativ beschriften. Gut, ich lösche das Beschriftungsbild hier raus. Ich wechsle zurück in hier rein. Lade mir meinen Favoriten, den ich gerade abgespeichert habe. Hallöchen. Ja, wir könnten es eh in Schallplan beschriften. Macht mehr Sinn, ne? So. Die Füllfläche belasse ich aber auf dem Teilbild, Detailschnitte, damit nichts überlagert wird von der Beschriftung. So, jetzt assoziativ beschriften. Dazu mache ich wahrscheinlich den Schnellmodus an und dann sehen wir uns gleich wieder. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. So, jetzt sind wir zurück. Jetzt habe ich alles beschriftet, immer im Mittelpunkt der Decke. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ja, hier ist es irgendwie komisch, wenn es so verspringt. Dann nehme ich das Ganze mit dem Befehl Text ausrichten, nehme die Unterkante jetzt in dem Fall, Rechtsklick, die Zoom-Funktion, ich markiere die ganzen, nochmal Rechtsklick und jetzt sind die alle unten schön geordnet. Auch hier kann ich das natürlich tun. Ja, schaut hier ein bisschen blöd aus. Na gut, sei mal dahingestellt. Jetzt können wir wieder die Füllflächen mit aktivieren. Wo haben wir die denn hin? Wieder? Wo sind die Füllflächen? Ah, hier ist er. Haben wir es wieder. Gut, also Füllflächen sind wieder da. Die Beschriftungsbilder, sind auch wieder hier. Und ja, was machen wir jetzt als nächstes? Ja, ich finde es eigentlich passend. Wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn wir noch einen Schnitt dazu machen. Das ist ja gut. Wir wollen ja noch einen Schnitt zeichnen. Das heißt, ich erzeuge mir wieder ein Schnittchen im Schnittchen, also hier den äußeren Rahmen einmal anklicken. Keine Deckenansicht. Schnittbezeichnung. Wir nennen das Ganze einfach mal A. Die Unterkante, da gehen wir jetzt einfach noch 0,75 drunter und drüber gehen wir auch noch einen halben Meter.
So, jetzt schneiden wir einfach mal. Ich will nicht durchs Treppenhaus, weil das habe ich falsch gezeigt. Weil da hier muss ich bestimmt noch eine Filigranplatte anlegen. Die habe ich nicht. Ja gut, das müssen wir jetzt einfach mal wegdenken. Ich schneide hier mal durch. Ah, habe ich jetzt das ausgewählt? Ich hoffe, ich habe den Schnitt berührt gehabt. Escape. Von unten nach oben. Schnittführung darstellen. Okay. Und dann setzen wir das Ganze hier ab. Die Höhe hat es aber jetzt nicht übernommen gehabt, so wie ich es eingestellt habe. Egal. Ich klicke einmal eine Wand an. Die hier. Und schau, wo sie markiert ist im Original. Also rechts passt. Ich muss den Schnitt nicht drehen. Und jetzt kann ich das Ganze verschieben. Wieder von hier einfach runter 1,5 Meter. Und ich klicke einmal hier in den inneren Rahmen rein oder in den freien Bereich vom inneren Rahmen und kann jetzt auch hier über die Griffe einfach das Ganze modifizieren, den ganzen Schnitt. Na? So, jetzt haben wir hier unsere Wändchen und die Filigrandecken werden auch richtig als filigran dargestellt. Sogar mit Lücken. Weiß nicht, ob man die wirklich anzeigen sollte. Ist ein bisschen gefährlich. Ne? Gut. Jetzt müssen wir natürlich noch vielleicht Maßlinien hinzufügen. Ich gehe dazu auf meinen Assistenten, Schaltplan, nehme hier einfach mal Standardmaß und klicke mich hier durch. Also wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich machen würde, dass ich die einzelnen Lücken hier mit bemaßen würde. Und genau, jetzt könnte man noch irgendwie das Auflagemaß oder irgendwo hinschreiben. Wahrscheinlich würde ich es irgendwo hinschreiben, weil das jedes Mal die 2 cm irgendwie hinzuschreiben. Also ich würde irgendwo Auflagemaß oder sowas hinschreiben. Ja, machen wir einen Doppelrechtsklick hier rein und dann mache ich Auflage Filigran Platten ist gleich 2 cm, irgendwie sowas. Wahrscheinlich werden wir es auch in der Planzusammenstellung machen. So, gut. Wir können noch ein Gesamtmaß hier drunter setzen oder drüber, egal. Und dann haben wir hier die 1087 Maßen verschieben. Machen wir hier oben rauf. Fertig. Gut. Sollen wir das ein bisschen vermaßen? Natürlich können wir das auch hier im Grundriss machen. Ich erspare mir jetzt einfach die Arbeit und euch euren Geduldsfaden, denn wir wollen natürlich irgendwie auch weiterkommen. Sieht man mich eigentlich diesmal ganz. Letztes Mal war ich so abgeschnitten. Immer mit den Kindern unten, ne? So wie gerade das Mikro ausgemacht. So, also, wir haben das Ganze jetzt beschriftet. Jetzt könnte es noch sein, dass wir die Positionsnummer ändern wollen. Wir gehen jetzt zum Beispiel mal. Ah, wir könnten ja hier auch noch beschriften, gell? Also, das heißt. Assoziativ beschriften geht natürlich auch hier. Wir beschriften mal hier unsere Filigranplatten und könnten jetzt da das Ganze machen. Also wir können natürlich auch ein Schnieke Beschriftungsbild hier erstellen und dann auch Positionsnummer dazu schreiben oder was man halt so braucht. Oder Länge, Breite, Höhe. Das habe ich was falsch erwischt. Genau. Jetzt haben wir die 40er, 20er, 50er, 40er, 20er. Na, aufgepasst. Wir haben die hintere Platte hier erwischt, weil wir die hier mit anschneiden. Ne? Das ist natürlich gefährlich, zum einen. Da muss man eigentlich in den sauren Apfel beißen und erstmal so beschriften und dann den Schnitt erweitern. Also hier, Beschriftung raus. 50, 60 stimmt noch. Ich liebe es, wenn solche Fehler live passieren, weil die passieren euch auch. Dann brauche ich nämlich nicht wieder in Nacharbeiten nochmal so, ah ja, klar, da hast du recht. So, und jetzt erweitern wir den Schnitt hier. So. Jetzt haben wir 40, 40, 50, 60. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, die sind jetzt zwar identisch, aber woher wissen wir das eigentlich, dass die identisch sind? Da gibt es einen kleinen Trick. Ich nehme dazu den Objektmanager her, wechsle. Also, ihr müsst aufpassen, dass diese Zeile hier immer aktiv ist. Ganz wichtig. Ich weiß nicht, warum man die zukloppen kann. Geht hier auf dieses Etikettchen und jetzt suchen wir uns das Nettovolumen. Hier einfach Netto eingeben. Okay. Jetzt haben wir alle Auflistungen von allen Volumen, Voluminas, keine Ahnung, ob das das richtige Wort ist, von diesem aktiven Teilbild. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt eigentlich brauchen. Machen wir erstmal so zur Planung.
Und jetzt müssen wir einfach aufpassen, wo eine 2 drin ist. Das sind zwei identische Volumen und die können wir dann dieselbe Position geben. Vorausgesetzt natürlich, dass die Bewährung auch gleich ist und auch die Durchbrüche und so an derselben Stelle sind. Aber man kann schon ziemlich gut vergleichen, wenn man zwei, drei Platten hat, die identische Volumen hat und dann kontrolliert man noch nach, haben es dieselben Durchbrüche oder nicht. Deswegen mache ich immer 10er-Sprünge, damit ich ausweichen kann, dass ich sagen kann, okay, das ist dieselbe Platte wie die hier, aber die hat noch einen kleinen Unterschied, deswegen mache ich die 41 draus oder sie ist gespiegelt und so weiter und so fort. Ja, aber jetzt seht ihr hier, überall eine 1, was ist mit der 4040? Die dürfte doch eigentlich hier, müsste doch hier irgendwo eine 2 stehen. Da habt ihr recht. Aber hier wird alles aufgegliedert, erstmal in Nettovolumen, dann in Gruppen und dann in Typen. Und die Gruppe, wenn wir jetzt irgendwo hier aufklappen, ist einfach mal Decken. Und da das alles Decken sind, wird einfach geprüft, ob da zwei verschiedene Elemente enthalten sind. Zum Beispiel eine Wand und eine Decke, wenn zufällig dasselbe Volumen hätten, würde hier eine 2 stehen. Also gehen wir hierher, Rechtsklick, Gruppe einfach mal deaktivieren. So, was sehen wir jetzt? Immer noch überall eine 1. Wir klappen hier nochmal auf. Decke ist nicht verschwunden. Deswegen werden wir auch noch den Typen entfernen. Und jetzt haben wir nur noch das Material. Und hier sehen wir jetzt taucht eine 2 auf. Das ist eure Einstellung, die erstellt ihr bei euren Filigranen. Speichert es euch am besten ab unter Filigran in euer Vorlaufprojekt und dann habt ihr diese Einstellung immer parat. So, jetzt öffne ich hier mal das Volumen und kann hier per Klick. Ah, ich muss gar nicht klicken, schön. Also ich zoome mal hin. Hier sehen wir die Auswahl, wo ist denn was? Okay. Und jetzt könnten wir noch hergehen, Rechtsklick, ein weiteres Attribut einfügen. Dort gehen wir hier auf Positionsnummer. Okay. So. Jetzt switchen wir mal hier die Positionsnummern. Und hier haben wir zum Beispiel, gut, das sind die Wände, das dürfen wir jetzt nicht so auf die bare Münze nehmen. Hier haben wir jetzt die zwei Decken mit diesem Volumen, die 40 und die 40. Und wir könnten jetzt zum Beispiel einem Bauteil die 41 zuweisen. Da klicken wir einfach hier auf das Bauteil mal drauf, gehen in das Eigenschaftsfenster, in die Attribute rein oder wir können hier auch scrollen und schauen, hier Positionsnummer 40. Könnten wir über die Pipette auch etwas anderes übernehmen? Ich mache jetzt mal die 41 draus und hier wird es auch automatisch geändert in allen Schnitten, in allen Teilbildern und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenvorteil. Natürlich könnte ich auch über die Pipette jetzt einfach sagen, ich möchte die Positionsnummer von dieser Filigrandecke haben. Und dann habe ich wieder die 40 oder ich möchte die Positionsnummer von hier haben. Wenn ihr diese Pipetten gar nicht habt, dann macht hier bitte einen Rechtsklick im Eigenschaftsfenster und Übernahme Schaltflächen anzeigen. Wenn das deaktiviert ist, sind diese Pipetten nicht da. Ich finde die mega stark. Lass die bitte aktiviert. Und was auch möglich ist, jetzt haben wir hier die 50, ist nicht korrekt. Ich würde es wieder zurück auf die 40 switchen. Andere würden die 41 nehmen. Was würdet ihr nehmen? Schreibt es in die Kommentare bitte. Und ich gehe jetzt hier wie folgt vor. Ich gehe in Objektmanager und ich deaktiviert schnell das Nettovolumen, weil es mich stört. Genau, jetzt haben wir hier bei den 50ern. Also ich einmal bitte die Decke. Einmal bitte die Decke. An der Kante trifft man es immer am besten. Also diese Decke ist die 50. Die möchte ich jetzt als 40 wieder verwenden. Einfach per Drag and Drop nehmen und hier in die 40 reinschieben und auch hier könnt ihr das Ganze verändern, vorausgesetzt die Nummer ist schon mal vorhanden. Ja, coole Geschichte. Jetzt haben wir das alles hier schon schön geplant, sauber. Jetzt gehen wir ins Planlayout. Dort habe ich es wahrscheinlich schon erstellt. Ich mache es mit euch nochmal von vorne. Ja, Hammer. Genau, also ich würde jetzt. Ich habe hier einen intelligenten Plankopf, der mir anzeigt, ob ich das den Maßstab vergessen habe und die Überschrift und so weiter und so fort. Also es würde alles in Rot angezeigt werden. Dafür gibt es ein Video, wenn das interessiert, der soll sich das gerne anschauen. Ansonsten schauen wir jetzt hier hin, wie wir das Ganze einrichten. Also erstmal müsstet ihr die Seite einrichten. Ich habe dafür DIN A4 gewählt, DIN A0 gewählt.
dann erzeugt ihr euch einen Planrahmen, schaut, dass hier alles schwarz eingestellt ist, 0,25, und schaut auf das Format, hier DIN A0, und hier könntet ihr theoretisch noch eine Falte hinzugeben von 190 mm oder sowas, wenn ihr denn möchtet. Macht keine Fantasiedinge hier, das nervt mich so dermaßen. Schaut einfach mal einen schönen Maßstab, macht DIN A0 und DIN A1 und macht es jedes Mal mit Falten 190 erweitern oder reduzieren. Alles andere ist nur Schmu für jeden Plotter. Dann beschriftet ihr euer Planrahmen. Ihr nehmt den Planrahmen eures Vertrauens, den Schriftkopf eures Vertrauens. Ich nehme den Hauptkopf A0 und Schaltplan oder Bewährungsplan in dem Fall sogar. Und dann setze ich das Ganze ab. Wobei wirklich Bewährungsplan ist hier fehl am Platz, lösche ich raus. So, dann erzeugen wir uns ein Planelement. In dem Fall hole ich mir das Ganze hier raus. Ich könnte jetzt sagen, aktive Teilbilder aktivieren und das Modell deaktivieren. Dann haben wir auch wirklich die Decken hier parat. Decken, die Teilschnitte. Hatte ich nicht irgendwas in den Schaltplan reingemacht? Ist jetzt egal. Scheiße, ich scheiße jetzt drauf. Sorry für den Ausdruck. Hoffentlich kann ich das rauspiepen. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Tatsache, ihr habt nur die Teilschnitte benutzt. Egal. Ich nehme Layer Druckset. Hier in meinem Fall einen Schaltplan. Ihr werdet es vielleicht gar nicht haben, dass ich zur Auswahl habe. Dann geht es ihr hier auf Aktuell. Und ich setze das Ganze hier ab. Dann machen wir uns ein schnieke Planfenster draus. Also ich setze immer alles neben dem Plan ab, zerschnippelt hier alles und dann füge ich es in den Plan ein. Das ist ein guter Tipp, glaube ich. Grün markieren, wir machen uns hier ein Fensterchen und dann verschiebe ich das Ganze hier rein. Ja, natürlich ist jetzt der Plan ziemlich verloren hier. Wir ändern jetzt deswegen den Maßstab zu 1:20. Schriftfaktor 1 stimmt dann nicht. Ich glaube, ich muss 20 durch 50 rechnen. Habe ich einen Taschenrechner da? Das ist 0,4 Schriftfaktor. Okay. Oder musste ich 50 durch 20? Dann ist 2,5. Ja, besser. So, jetzt habe ich das Planfenster natürlich verbockt. Deswegen gehe ich auf Planfenster modifizieren, neu eingeben hier, anklicken und nochmal zerschneiden. Oh, ich hatte die Suchfläche an. Flächensuche an, die wollen wir nicht. Und jetzt verschieben wir das Ganze hier rein. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir eine coole Planung. Brauchen nur noch einen Report dazu. Schreibt es mir bitte wirklich entweder per E-Mail an die info@subgrade.academy oder hier in die Kommentare rein, was in dem Report rauskommen soll. Positionsnummer, Länge, Breite, Höhe, Materialgüte, keine Ahnung. Statische Position, alles was ihr finden könnt oder denkt, dass relevant wäre, bitte mir mitgeben, denn ich möchte natürlich hier gern einen Report für euch erzeugen. So, jetzt haben wir die Planung hier fertig. Dann können wir das Ganze auch exportieren als PDF und sagen, yep, du bist es. Und dann speichere ich das irgendwo ab, mit Applikation öffnen. Und dann schauen wir uns das Ganze kurz an. So sieht der Plan aus. Ich finde der, gut, er schaut ein bisschen düster aus, durch das Dunkelrot, aber sonst gar nicht mal schlecht, oder? Den können wir jetzt verschicken. Was wir jetzt noch machen ist, wir gehen jetzt gemeinsam auf BIM Plus. Dafür drücke ich aber jetzt mal kurz Pause, dass ich mich einloggen kann. Ich bin zurück auf BIM Plus. Ich habe das Projekt aber gestern schon eingelesen. Es könnte sein, dass die Positionsnummern etwas variieren. Hier auf Projekt öffnen, Subgrade Projekt und ja, ist schon aktiv, gut. Also ansonsten dieses Auge aktivieren. Ich habe anscheinend schon was isoliert. Das mache ich mal wieder alles weg. Halt hier. Genau, die Hauptdecke nämlich. Ich möchte nämlich die einzelnen Filigrandecken hier aktivieren. Und dadurch gehe ich hier auf Isolieren. Und dann isoliere ich mir diese Hauptdecke. Und jetzt gehe ich noch her. Ich könnte jetzt zum Beispiel das wieder deaktivieren, hier eine Decke anklicken und dann schaue ich auf All Plan Attributes, hier Positionsnummer 40 und jetzt kann das Filigranwerk zum Beispiel die Positionsnummern selber sich raussuchen, falls irgendwas nicht eindeutig wäre im Plan. Zum Beispiel, wenn man das mit dem Schnitt verbockt, dass im Schnitt
das Falsche beschriftet wurde und im Grunde schaut es anders aus, dann sagen die, hey, was stimmt denn jetzt? Zu Recht. Ne? Die können jetzt nicht logisch denken, wie Allplan aufgebaut ist. Von dem her sagen die zu Recht, hey, was ist denn jetzt richtig? Was aber cool ist hier, der Objektnavigator, ich liebe ihn. Hier einmal auf das X-Chen drücken, dann hier auf das Etikett. Wir scrollen runter auf Positionsnummer. Ich glaube, die ist aber jetzt zweimal vorhanden. Ja, weil ich es zweimal hochgeladen habe. Jetzt muss ich mal schauen, ob das richtig ist. Anwenden. Wir gucken. Ja, schaut richtig aus. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit, andere Farben zu verwenden für jede Positionsnummer. Mal rot, blau. Blau und rot schon verwechselt. Gut, so kann es gehen. Ne? So, machen wir noch hier eine rosa. Und dann machen wir hier noch orange. Und einen rot lassen wir. Und jetzt aktivieren wir das Ganze. Not defined. Machen wir aus. Wir deaktivieren nochmal kurz die Hauptplatte. Und jetzt seht ihr, die Positionsnummern wurden sortiert nach Farben und hier auch. Also schneller geht's nicht. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben und den Kanal abonnieren. Ganz klar, wenn ich euch irgendwo weitergeholfen habe, das wäre super für den Support. So, und jetzt zu guter Letzt möchte ich noch kurz Werbung in eigener Sache machen für das All-in-One. Projekt All-in-One.parts. Ja. Dort könnt ihr kostenfreie Vorträge von meiner Wenigkeit, von Kallenberg, Ingenieure Max Frank und Betomax erfahren. Die zeigen zum Beispiel auch Problemfälle, die zeigen die Bemessungssoftware. Ihr lernt nur dazu und wehrt damit Probleme ab oder macht Fehlerprophylaxe. Genau. Und das Coolere danach ist, ihr bekommt dann noch Essen und Trinken und könnt dann direkt mit mir in Kontakt treten oder mit den Herstellern und euch mit uns vernetzen, austauschen, eure Probleme anbringen und da wird euch dann geholfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu erscheinen würdet. Jetzt aber ab zur Endcard, da sind zwei weitere super Videos verlinkt. Bitte gleich beide in zwei Tabs aufmachen, liken, abonnieren und ja, ihr wisst, wie dieser Logarithmus für YouTube funktioniert. Ich kann ihn auch nicht erinnern. Servus, ciao, euer Peter. Ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.